In diesem Video möchte ich euch zwei geniale Gameplay-Objekte, die zwar in einem der neueren Sims-Teile allerdings nicht in The Sims 4 vorkommen, vorstellen. Mehr dazu in diesem Video. Um das Kind direkt beim Namen zu nennen, geht es um die Hochbetten und Ecksofas, welche aktuell nicht in der PC-Version zur Verfügung stehen. Dafür sind diese aber im Mobile-Ableger erhältlich, welcher öfters mit größeren Updates für das Spiel versorgt wird. Oft kommt es hier vor, dass einige Inhalte aus der PC-Version übernommen werden. Mit dem neuesten Update zum Beispiel wurden viele Objekte aus der Nachhaltig-Leben-Erweiterung hier ins Spiel implementiert. Eine große Überraschung war hier aber das Hinzufügen von Hochbetten, welche von Sims 4-Spielern ebenfalls bisher viel gefordert wurden. Im ersten Video eines Game Changers kann man dieses aber auch in Action erleben. Eigentlich funktioniert das Hochbett genauso, wie man es sich in The Sims 4 wünschen würde. Leider haben die Sims 4-Entwickler noch nie coole Inhalte aus dem mobilen Ableger recycelt, obwohl sich viele Spieler bestimmt über die Hochbetten in The Sims 4 freuen würden. Ebenfalls einen großen Aufschrei konnte dieses Ecksofa aus dem modernen Luxus-Update vor ein paar Monaten erzeugen, welches in The Sims 4 aktuell ebenfalls so nicht zur Verfügung steht. Ich verstehe nicht ganz, warum sich die Entwickler für ein künftiges Update nicht ebenfalls an diesen kostenlosen Inhalten orientieren und hier ebenfalls eine interessante Variante für Sims 4 umsetzen. Hier könnten sie ja teilweise sogar die Animation der Sims aus dem Mobile-Ableger übernehmen, da die Sims in den beiden Teilen vom Aufbau genau gleich sind. Eigentlich ist das eine verpasste Chance für die Sims 4, wenn ein Mobile-Spiel manchmal in einem Monat coolere Inhalte als der Konkurrent der anderen Plattform erhält. Aber wer weiß, an was in den EA-Studios derzeit gearbeitet wird. Was meint ihr, welches Objekt würdet ihr euch eher im Spiel wünschen, das Ecksofa oder doch eher die klassischen Stockbetten? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.